Der Internationale Währungsfonds sieht die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands skeptisch. Erst vor wenigen Tagen sagte er ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,3% für das laufende Jahr voraus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Konjunkturprognosen dennoch nicht überbewerten. Die IWF-Prognosen seien natürlich nicht gut, da muss man nicht darüber hinweggehen, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in den ARD-Tagesthemen. Für German-Angst gebe es aber keinen Anlass, betonte Habeck. Ursache für die derzeitige Lage sind laut Habeck vor allem die hohen deutschen Energiepreise. Diese resultieren aus dem Ausstieg aus russischen Energieimporten infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Diese Abhängigkeit von russischem Gas und Öl hätten andere Länder wie etwa die USA oder Spanien nicht gehabt. Als weitere Gründe für die wirtschaftlichen Probleme führte Habeck an, dass Deutschland als Exportnation abhängig sei von funktionierenden Weltmärkten. Schließlich käme auch noch die Inflation hinzu und die damit verbundene Hochzinspolitik der Zentralbanken. Diese würden Investitionen verteuern.